Wir sind auf dem Weg zu Endurance noch weiterhin, haben letztes Mal ein Grab geplündert. Jetzt hoffen wir nur nicht, dass der Mast bricht, was mich jetzt nicht gewundert hätte, wenn das getan hätte. Da sehen wir ein sich seltsam bewegendes Fähnchen. Damn, can't do that yet. Okay, ich dachte eigentlich auch, dass sie versucht, das festzumachen. Jetzt habe ich das schon wieder benutzt. Dann machen wir das eben anders. Und zwar so. Oh, wow. Und dann funktioniert das. Na, das ist nicht da drin. Gut zu wissen. Aber hier ist ein Tagebuch. Lesen wir mal. The Sun Queen grows old. Soon she will choose her successor. I fear it will be me. I am now her favorite. She dotes on me, calls me her precious first daughter. Like a doll, she always keeps me close to her, brushing my hair, dressing me in her favorite clothes. It unsettles me beyond words, but more disturbing, she constantly gazes upon my features as if she's looking at her own reflection. Das ist creepy. Hoshi, ihr Abbild. Priesterin Hoshi beschreibt in diesem Tagebuch ihre Angst. Sie befürchtet, als neue Sonnenkönigin auserwählt zu werden. Und das, ja, es ist quasi so ein, ich weiß nicht, wie man, bei Lord Voldemort war das ja nicht dasselbe, das war ja was anderes. Aber im Prinzip ist es sowas, wo du quasi irgendwen nimmst und ständig, wenn du kurz davor bist zu sterben, ich glaube eher Orochimaru ist vielleicht ein besseres Beispiel aus Naruto. Das ist, glaube ich, ein besseres Beispiel, dass du dir einfach einen neuen Körper suchst für deinen eigentlichen Geist. Bunker an der Klippe. Und deswegen kannst du Ewigkeiten leben, solange du immer wieder einen neuen Körper hast, dem du irgendein Ritual unterziehen kannst. Und das ist, glaube ich, hier bei der Sonnenkönigin ähnlich. Das ist irgendein alter Geist, der sich immer wieder ein neues Leben sucht. Jetzt sind wir am Bunker an der Klippe. Was erwartet uns hier? Weiß der Teufel, was es ist. Ich weiß es auf jeden Fall noch nicht. The Endurance. They're tearing it apart. Da ist sie. Und da ist auch der Boris, der uns auf uns dort wartet. Aber den Schwein werden wir nicht. Es nicht so leicht machen. Noch das letzte Upgrade dafür. Splittergranaten. Bam. Jetzt wird's ernst. Das ist die erste Waffe, die wir komplett aufgerüstet haben. So. Wie gesagt, da hinten ist die Endurance. Das ist unser Sweet Spot. Mann, ich hasse es, dass ich immer aus Versehen was anderes drücke. Ich echt mal dran gewöhnen hier. Das geht nicht. Muss hier unten sein. Immerhin können wir uns hier gut hinarbeiten. Ich hoffe nur, sie macht nicht wieder irgendeinen Fehler und lässt dann irgendwie los. Oder springt komisch. Das nervt immer. Weniger sterben, wenn sie das nicht tun würde. Oh, fast hätte ich vergessen zu klicken, dass ich rüberspringen möchte. Das wird nicht auf Ewigkeiten gut gehen. Zieh dich hoch und in den Bunker rein. Riesiges Flakgeschütz. Aber scheinbar wurde die Kanone zerstört dann. Haben wir auf jeden Fall so ein Zeichen der Roten Armee. Ist das eigentlich nicht? Ich weiß gar nicht, was das für ein Zeichen ist. Wahrscheinlich ist es eher ein Solari-Zeichen hier. Oh, wir können es wieder anzünden. Vorherige Bewohner. Neue Herausforderung abgeschlossen. Abschließen für bla bla bla. Wir sehen auch hier, das ist ein neuer Bereich. Bunker an der Klippe nennt er sich. Und hier sind wir natürlich auch gewillt, jetzt einige Sachen noch zu
hier rauszuschleppen. Viel ist es nicht. Ein paar Dokumente, die wir noch nicht sehen. Und Geocaches. Ah, verdammt, ich mache das immer wieder. So. Schatzkarte und so weiter. Können wir hier alles noch bergen. Aber leider können wir noch nicht, wie ich gerne würde. Hä? Geht gar nicht gerade. Naja, ist egal. Gehen wir einfach weiter. Wir werden es schon noch herausfinden, auf jeden Fall. Mann, ey. Ja, das war dumm. Ich weiß auch gar nicht, warum er sie bemerkt hatte, ehrlich gesagt. Ich komme da raus, er dreht sich um, vorbei. Egal. Ich belausche erstmal das Gespräch. Und dann habe ich das schon wir belauschen jetzt erstmal das Gespräch und dann greifen wir mal ein. Ich dachte, wir könnten ein bisschen das vorher machen, aber... Are they powering fucking stadium lights? Quiet, bro. Don't talk like this. So, diesmal hat's funktioniert. Leise rangeschlichen. Keep it steady. We're bringing it up. What do you think's going on up at the palace? All that smoke rising over the mountain. If there was a problem, they'd call down. But what about the radio? Nothing but static all night. Something's going on. Brother, I told you to be silent. Stop this talk. Moment, Schalldämpfer. Hold on, it's jammed. Fuck, now what? This job can tell us bullshit. Brother, please. I'm not your fucking brother. I'm sick of this place. We keep salvaging all this useless shit. We're working our asses off for what? Father Matthias? The fucking Sun Queen? How much longer? Wait. Shit! What the? I didn't. What's mean going it. On down there? Everything okay? Everything's fine. No! Just get this generator please. Moving again. Get back to work. Haben die jetzt einen erschossen? Ich hab's gerade nicht richtig mitbekommen. Oh fuck. Komm schon, stirb! Mist! Ah, hätte so schön laufen können. Hat aber leider nicht. Keep it steady, we're bringing it up. Muss ich mich beeilen? What do you think's going on up at the palace? All that smoke rising over the mountain. If there was a problem, they'd call. But what about the radio? Nothing but static all night. Something's going on. Brother, I told you to be silent. Stop this talk. Auf wen haben sie denn dann geschossen, verstehe ich gerade nicht. Jam. Fuck, now what? This job can tell us bullshit. Brother, please. I'm not your fucking brother. I'm sick of this place. Ach, das ist fast. We keep salvaging all this useless shit. We're working our asses off for what? Father Matthias? The fucking Sun Queen? How much longer do we have to keep... Long enough. Jetzt brauchen wir das nicht mehr. Mist.
Mist! Wow, aus dem Weg, aus dem Weg. Oh, shit. Mist, ey. Dass er direkt danach wieder zuschlägt, sorry. Ich bin ein bisschen aus der Übung. Goodbye. Noch irgendwen erwischt. Das reicht. Lebst du noch? Zack, Steinchen. Hallo. Wow. Vorsichtig. Need some fire? Take this. Vorsichtig. Könnten noch ein paar Leute rumlaufen, auf jeden Fall. So, laden wir schnell nach. Die Generatoren sind auf jeden Fall hinüber. Da hinten in der Ecke liegt auf jeden Fall noch was. Der Geocache hier. Zack, nochmal ein paar Kugeln. Mehr. Weiß nicht, ob es hier noch irgendwas Großartiges gibt. Oh, Munition gibt es hier auf jeden Fall. Nehmen wir. So. Dann schauen wir nochmal. Kurz. Zack, zack, zack. Da haben wir die Schatzkarte. Die suchen wir. Die wollen wir auf jeden Fall auch mitnehmen. Das Gemüse natürlich hier auch. So, das haben wir, haben wir. Und ein Tagebuch. Our coastal base has been attacked by unknown assailants. We suspect the Americans have arrived and are attempting to sabotage our operations. Communications have been disrupted across the island and we've sustained heavy losses. Many of our soldiers have simply disappeared. All remaining personnel are proceeding to the ancient monastery to ensure control of the weather phenomenon. We expect to meet heavy resistance en route. Request reinforcements as soon as possible. Also, nochmal. Erstmal lese ich den Text. Forscher, die Suche nach dem Stern. Sie gingen ins Landesinnere zum Kloster, aber ich glaube nicht, dass ihre Suche erfolgreich war. Nochmal. Das ist wahrscheinlich ein Bericht von Deutschen aus dem Zweiten Weltkrieg, nicht von Japanern, das würde man hören am Akzent, das ist ein deutscher Akzent, man hat es ganz klar gehört, warum zum Teufel schreibt der auf Englisch, oder warum spricht der auf Englisch, wenn es ein Deutscher ist, hat er nicht für die Amerikaner diesen Bericht geschrieben, oder wollte er ihn international veröffentlichen, deswegen hat er sich gedacht, ach ja, schreibe ich mal lieber auf Englisch.
So. Da hätten wir uns hoch arbeiten können. Was ist das hier für eine Tür? Kriegen wir nicht auf. Schade. Würde ich gerne aufkriegen. Weil dahinter befinden sich wahrscheinlich auch die ganzen Sachen. Ja, und hinter der Tür auch. Na toll. Kommen wir nirgendwo rein. Sollen wir denn das kaputt machen? Sorry, wenn ich jetzt gerade noch mal kurz gucken muss. Das geht aber gar nicht. Na, dann lassen wir das halt so. Sei es drum. Wir haben ja unser Sturmgewehr. Halt still, du Frechdachs. Na komm schon, guck noch mal. Da muss er sich an den Kopf fassen. Wow, habe ich jetzt echt nicht kommen gesehen. Mann, das war knapp. Okay. Für das rauskriegen, glaube ich nicht. Nein. Schade. Kriegen wir doch nicht raus, aber gut, dass wir bemerkt haben, dass der Typ uns umgehen wollte. So, dann geht's hier erstmal weiter. Bei den erlegten Leuten hier. Plünder noch wie ein Rabe. What's going on? Who's shooting? Take cover. There's an intruder. Keine Ahnung, von wo die kommen. Ja, was soll sie denn sonst tun, meine lieben Herren? Tja, das war ein kein so guter Erfolg von dir. Okay, okay. Der kam dann doch nicht so weit, wie er gedacht hat. Seid ihr? Doch, doch, kann schon heiden. Hab das gelernt, wie das geht. Heißt meistens Duck in Cover. Alter.
fast hat er uns erwischt. Ist immer blöd, wenn die von hinten dann doch kommen. Und vor allem, wenn sie dann einen so bearbeiten. Da ist noch einer. Das war gemein. Voll in die Knie geschossen, um ihn dann quasi von einem in den Kopf zu schießen. Na dann. Ruhe. Springen wir auf jeden Fall aber noch rüber, holen uns da noch ein paar Teile und Erfahrungspunkte, balancieren hier über das Röhr und holen uns hier auch noch ein paar Teile. Na, zack, offen und hier noch ein paar Erfahrungspunkte. So, und jetzt können wir den Bunker quasi verlassen. So. Hüpf, hüpf, hüpf. So, müssen nur aufpassen, dass wir jetzt nicht draufgehen. Das Ding scheint ja nicht unbedingt das Stabilste zu sein. Geht's weiter da. Immer schön der Sonne entgegen. Da haben wir einen Generator. Alex, what kind of trouble have you gotten yourself into? Oh. Das werden wir gleich noch herausfinden. Das heißt, gleich in der nächsten Folge werden wir herausfinden, was und was für Ärger sich Alex da manövriert hat. Wir selbst laufen hier erstmal ein bisschen ziellos umher. Wir müssen auf jeden Fall noch unsere Sachen verbessern. Können wir nicht bewegen? Da brauchen wir echt irgendwas mit einem Motor oder was? So, ob wir dann noch die anderen von diesen Dingern finden. Wie viele sind es denn? 4 Stück. Ich weiß nicht, ob wir da unten welche gesehen haben oder nicht. Weiß ich gerade nicht. Werden wir herausfinden. In der nächsten actiongeladenen Folge von Tomb Raider. The New Beginning. Oder wie auch immer man es nennen möchte. Hier wirkt die See doch relativ ruhig. Boah, was ist denn das für ein komischer Effekt hier mit den Lichtstrahlen? Wenn man die Fackel aus, dann sieht es cooler aus. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin. Bye bye.